soothe your pain. I won't ease your strain. I seek you. Was haltet ihr von mir? Du bist nicht perfekt. Was kann ich ändern? Du wirst nie perfekt sein. Was haben die anderen, was ich nicht habe? Selbstbewusstsein. Ich bin auch nicht perfekt. Auch ich bin nicht perfekt. Wir sind alle nicht perfekt. Du! Gib dir einen Ruck. Iss ein Snickers. Endlich. Lecker. Orlando.
everything is not as it's sold. But the more I grow, the less I know. And I have lived so many lives, though I'm not old. Geschichte wird geschrieben, sagt man ja. Und diese Jugendlichen haben in der letzten Woche einiges geschafft. Sie haben gelernt, vor allem selbstbewusster zu werden. Sie haben gelernt, sich im Team gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Und vor allem haben sie sich getraut. Sie haben sich getraut, abstrakt zu denken, über den Horizont zu denken. Und zudem sind sie eine super tolle Gemeinschaft geworden in dieser Gruppe. Ich kann mit vollem Stolz diese Gruppe präsentieren, denn das Stück ist in meinen Augen phänomenal geworden. Also ich bin total überwältigt, was man innerhalb von wenigen Tagen schaffen kann. Und wir haben gestern Abend bis 1 Uhr morgens noch trainiert. Ja. Und das kam sogar zum größten Teil auch von denen, dass sie auch trainieren wollten. Deswegen bitte ich euch, bei dem ganzen Stück natürlich absolute Ruhe zu bewahren. Es ist eventuell ein sehr nachdenkliches Stück. Und zwar haben wir uns mit dem Thema Struwwelpeter auseinandergesetzt. Struwwelpeter ist eine fiktive Figur aus dem späten 19. Jahrhundert und wurde zumal in kleineren Geschichten erzählt, um Jugendlichen und Kindern zu erziehen und sie zu ermahnen. Zu einem haben wir drei Themen bearbeitet in dieser Woche, in dieser kurzen Woche, glaube ich, zu erwähnen. Und zwar ist das einmal Struwwelpeter selbst, einmal den Zappelphilipp und einmal den Suppenkasper. Warum? Weil ich diese drei Geschichten auf diese heutige Gesellschaft gespiegelt habe und sie sozusagen neu aufgezogen habe. Zum Beispiel, der sogenannte Struwwelpeter ist sehr rebellisch und lässt sich nichts sagen und möchte um alles in der Welt nicht mit dem Strom mitfließen. Und das ist in der heutigen Zeit der sogenannte Punk. Der Suppenkasper, der zum Ende der Geschichte immer wieder verweigerte, seine Suppe aufzuessen und immer dünner wurde, und dann nämlich starb. Und zudem der Zappelphilipp, den man heute mit der heutigen ADHS-Krankheit vergleichen kann. Ich freue mich, Ihnen präsentieren zu dürfen, und zwar das Team Struwwelpeter. Reloaded. Und dann würde ich sagen, habt viel Spaß. Und euer Trainer ist sehr stolz auf euch.